Uran-Aktien haben lange vor sich hingedümpelt, aber jetzt gehen sie plötzlich durch die Decke. Was treibt diese Aktien gerade an und welche Uran-Aktie sticht unter den vielen besonders positiv heraus? Darum geht's heute. Willkommen bei Zukunftsmärkte. Sitze nicht, wo die Spötter sitzen, denn sie sind die elendsten unter allen Kreaturen. So schreibt der alte deutsche Dichter Matthias Claudius und ich hab's mal zu Herzen genommen. Ich habe neulich schon mal eben ein Video gemacht zum Thema Energie im weitesten Sinne, was ja auch wirklich eins der ganz großen Themen momentan ist. Es ging damals um eine Wasserstoffaktie. Ich habe mich da aber auch zum Thema Klimaschutz und unseren Vorstellungen davon geäußert. Vielleicht war das Ganze ein bisschen zu gehässig. Manche fanden es gut, manche fanden es aber auch nicht so gut. Es gab eben auch Kommentare so in die Richtung, das Ganze sei unreflektiert und zynisch. Und ja, stimmt schon. Also einfach zu spotten über irgendwas, das ist natürlich sehr leicht. Und die Welt ist ja auch voll von Spöttern, was aber keinem hilft. Nur zu meiner Verteidigung. Ich finde es eben schon wichtig, dass wir angesichts der großen Probleme, die wir ja haben, dass wir nicht immer nur versuchen, dass wir uns alle ständig darin übertreffen, wer die beste Gesinnung an den Tag legt. Gute Gesinnung haben wir inzwischen wirklich genug, sie ist nur leider kein Energierohstoff. Es gab vor ein paar Wochen eine Fernsehdebatte unter anderem mit Sven Plöger, das ist der Wetterberichtsmann der ARD, der ja ein rechtschaffener Mann ist und auch wirklich ein überzeugter Klimaschützer. Und der hat da sinngemäß gesagt, 2019, das sei das Jahr gewesen, da ist bei den Deutschen der Groschen gefallen. Da ist ihnen klar geworden, dass das Thema Klimaschutz sehr dringend ist. 80% der Deutschen hätten dem zugestimmt. Aber es war eben gleichzeitig auch das Jahr, in dem die Deutschen die meisten Flugreisen gebucht haben, in dem sie so viele Kreuzfahrten auch gebucht haben wie noch nie zuvor und in dem auch so viele SUVs verkauft worden sind hier wie noch nie zuvor. Mit anderen Worten, Klimaschutz ist total wichtig, aber mit uns selbst und unserem Leben hat das Ganze nichts zu tun. Wir haben inzwischen viele, viele Leute, die sich alle hinstellen und fordern, dass man da jetzt endlich Tempo machen muss, dass man da viel mehr machen muss. Aber meiner Meinung nach gibt es eben immer noch viel zu wenige, die sich auch wirklich darüber Gedanken machen, wie man das Ganze schaffen will. Die Klimaschutzziele sind ganz einfach erreichbar, sogar punktgenau, wenn man es will. Das Einzige, was man wirklich dafür bräuchte, wären Emissionsrechte, Handelssystem, das alle Emissionen wirklich erfasst. Nur, wenn man das wirklich so umsetzt und wenn dann aber im Verlauf dann eben doch nicht die Technologie und die Energie zur Verfügung steht, die man dann braucht, und zwar preiswert und in einem ungeheuren Ausmaß, dann regelt das Ganze wirklich nur noch der Markt und die Kaufkraft. Und dann werden viele von uns mit den Ohren schlackern. So viel ist schon mal sicher. Das jetzt einfach nur noch mal, weil es ja heute auch um ein Energiethema geht, also ein verwandtes Thema, Kernenergie, Uran, der Uranpreis und Uranaktien. Kernenergie ist natürlich auch eine nicht fossile Energiequelle, aber das Thema ist natürlich auch hoch umstritten und ich mache das Fass heute auch gar nicht erst auf. Es reicht, wenn wir jetzt mal feststellen, manche Länder sind aus der Kernenergie ausgestiegen, aber es gibt eben auch einige andere Länder, die jetzt verstärkt auf Kernenergie doch setzen. Russland zum Beispiel, die Türkei, Südkorea, Tschechien, unser Nachbar, aber eben vor allem auch China. Da haben wir zurzeit eine Kernenergiekapazität von 50 Gigawatt, also 50.000 Megawatt, und das Ganze soll ausgebaut werden bis 2035 auf 150 Gigawatt, also nochmal ungefähr 70 Reaktoren vom Typ Gund-Remmingen zum Beispiel jetzt obendrauf da nochmal. Und letzte Woche erst hat zum Beispiel auch die Internationale Atomenergiebehörde ihre Prognosen für die Kernenergie
Energienutzung nochmal erhöht und das Maximalszenario liegt jetzt bei einer Kernkraftleistung bis 2050 von 792 Gigawatt weltweit. Das ist das Doppelte von dem, was wir heute haben. Schlägt sich auch nieder im Uranpreis. Hier ein Langfristchart habe ich von der Seite von Cameco. Die Spitze war schon 2007, da waren wir bei fast 140 Dollar, wahrscheinlich eine Übertreibung. Die Spotpreise sind hier in Blau, die waren damals auch deutlich über den Preisen für die langfristigen Liefervereinbarungen, die sind hier im Grau. Dann ist die Finanzkrise gewesen und seitdem hat man dieses Niveau nie wieder erreicht. 2011 gab es einen Erholungsversuch, aber dann kam eben Fukushima und damit auch die lange Krise der Kernenergie. Allerdings, das Tief war schon erreicht 2016, seitdem geht es auch wieder nach oben. Hier ist dann auch noch der 5-Jahres-Chart. Es geht also wieder aufwärts und dass das eine gute Konstellation ist, das haben inzwischen auch viele gemerkt. Aber da lässt uns der Chart jetzt leider ein bisschen im Stich, der endet hier nämlich im August. Seitdem gab es nämlich einen spektakulären Ausbruch beim Uranpreis. Wir sind jetzt nicht mehr bei 35 Dollar, wir sind inzwischen schon bei fast 50 Dollar. Ich habe das mal ganz grob nachgezeichnet mit den künstlerischen Mitteln, die mir zur Verfügung stehen. Wir haben also eigentlich schon seit Jahren im Großen und Ganzen einen Aufwärtstrend, der jetzt aber übergeht in eine richtige Preisexplosion. So hätte das Video hier auch ursprünglich heißen sollen, Uran explodiert oder sowas in die Richtung, was man dann aber eben auch anders hätte verstehen können. Darum haben wir es auch gelassen. Jedenfalls ein Ausbruch und damit ist das obere mittelfristige Kursziel, das ich ausgerufen habe in meinem letzten Uran-Video im April, das ist damit jetzt auch schon erreicht. Viel schneller, als ich gedacht habe damals. Wir waren damals bei 30 Dollar und das entspricht jetzt einem Anstieg des Uranpreises um 66% innerhalb von 6 Monaten. Warum der Anstieg? Es ist natürlich der Blick auf diese nukleare Renaissance und eventuell auch auf eine Uranverknappung zur Angebot und Nachfrage. Da sage ich nachher noch ein bisschen was. Es gibt aber noch andere Gründe. Und zwar erstens Urankäufe en masse von Fonds und Investmentvehikeln. Vor allem der Sprott Physical Uranium Trust aus dem Umfeld von Eric Sprott, dem Edelmetall-Milliardär. Hieß früher Uranium Participation, diese Gesellschaft. Und die hat allein in den letzten Wochen 6 Millionen Pfund aufgekauft und hält jetzt insgesamt 24 Millionen Pfund. Das sind 20% der globalen Jahresproduktion. Das treibt natürlich die Preise hoch und auch das Sentiment. Und das Zweite ist, auch die US-Kleinanleger haben jetzt Uran für sich entdeckt. Und zwar genau die, die sich da immer im Internet zusammentun. Also so Reddit, Wall Street Bets, die Aktien von AMC und von GameStop hochgetrieben haben in unermessliche Höhen mit der Kohle von Papa. Die haben jetzt Uran also entdeckt für sich und es gibt da auch ganz abwegige Kursprognosen. Mit anderen Worten Uran und auch Uranaktien ja auch vor allem. Das ist jetzt der allerneueste heiße Scheiß, das muss man jetzt haben. Und das ist ja auch schön und heißt für uns jetzt, wir können daraus jetzt zweierlei machen. Erstens, wir könnten uns auf den Standpunkt stellen, da zocke ich jetzt mit. Das läuft ja erst seit August das Ganze und wer weiß, wohin die ganzen Uranaktien noch hochtreiben. Ein paar Wochen geht es sicherlich noch gut. Ist nicht ganz ungefährlich, aber warum nicht? Wer sowas macht, der sucht am besten möglichst spekulative Uranaktien mit einem hohen Hebel auf den Uranpreis. Also möglichst unprofitabel, dann am besten noch gar nicht in Produktion. Sowas gibt es ja dutzendfach an der Börse und schon kann es losgehen. Man will ja auch ein bisschen Spaß haben im Leben. Oder aber, und das ist die andere Variante, Sie sagen sich, okay, der letzte Anstieg, naja, ist vielleicht ein bisschen eine Übertreibung kurzfristig, aber mittelfristig glaube ich an die Uran-Story und darum baue ich jetzt langsam auch mal vielleicht Positionen auf.
Dann werden Sie aber wahrscheinlich keine kleinen spekulativen Uranaktien wollen, sondern eher größere, solide Unternehmen. Da, wo man eben vermuten kann, da ist halbwegs schon was da. Und wenn nämlich die Story nicht ganz aufgehen sollte, dann stürzen die wenigstens nicht gleich komplett ab. Bei solchen Aktien denkt man fast immer als erstes an Cameco. Das ist die bekannteste Uranaktie, ist ein relativ großer Produzent und auch ansässig im bergbaufreundlichen Kanada. Und wie wir hier sehen, der 5-Jahres-Chart, die Aktie ist natürlich schon nach oben geschossen wegen dem Uranpreis, notiert jetzt auch auf einem 10-Jahres-Hoch. Ist das die Aktie, die man haben muss? Ich finde das nur bedingt. Bei Cameco läuft es nämlich nicht gut und das schon seit Jahren. Der Uranpreis, haben wir ja gesehen, der steigt seit 2016 schon wieder, aber bei Cameco lief es in der Zeit genau umgekehrt. 2016 haben sie noch halbwegs verdient, aber seitdem geht es bergab. 2017, 2018 der Gewinn jeweils rückläufig, 2019 dann nur noch ein Mini-Gewinn, 2020 dann Verluste und dieses Jahr wahrscheinlich auch. Das hat auch zu tun mit Covid-19, mit Produktionsausfällen, deswegen. Es hat aber auch damit zu tun, dass die Minen einfach nicht mehr profitabel waren. Sie haben 4 schöne Minen gehabt: McArthur River, Key Lake, Rabbit Lake und Cigar Lake. Davon ist nur noch Cigar Lake überhaupt in Betrieb. Die anderen Minen sind seit Jahren dicht, weil sie sich einfach nicht mehr gelohnt haben. Die haben dann lieber Uran auf dem Spotmarkt gekauft, um damit ihre Langfristlieferverträge zu erfüllen, haben sie lieber gemacht, als noch ihre eigenen Minen weiter zu betreiben. Und auf der anderen Seite schließen sie aber auch immer mehr solche langfristigen Verträge ab. Und das ist ein Schuss, der auch nach hinten losgehen kann jetzt. Weil, wenn nämlich die Spotpreise jetzt steigen, dann muss man teuer Uran am Markt einkaufen, um damit die Verträge zu erfüllen, die man früher abgeschlossen hat, gegebenenfalls zu schlechten Preisen. Es kann also sein, wegen dieser Lieferverträge, dass Cameco jetzt von dem Preisanstieg gar nicht so sehr profitiert, wie man sich als Anleger das so denkt. Oder dass ihnen dieser Preisanstieg sogar schadet. Auf der anderen Seite, es gibt natürlich eine gewisse Fantasie, dass die ganzen anderen Minen da vielleicht doch wieder in Produktion gehen und dadurch würde sich dann schon wieder was ändern, auch sicherlich. Aber das ist durchaus spekulativ und da brauchen wir wirklich auch dauerhaft höhere Uranpreise. Und ich würde dementsprechend zum jetzigen Zeitpunkt sagen, so richtig überzeugt mich die Aktie nicht. Dann schon lieber National Atomic Company Kazatomprom aus Kasachstan. Hier der Chart von den GDRs in London. Auch ein starker Anstieg auf ein neues Hoch wegen dem Uranpreis. Kazatomprom ist der größte Uranproduzent der Welt. Mit 13 Minen, da arbeiten sie auch mit anderen Partnern zusammen teilweise. Und der große Unterschied zu Cameco ist eben, Kazatomprom ist hochprofitabel. Die Durchschnitts-Cash-Kosten in der Förderung liegen bei 9 bis 10 Dollar, die All-In-Kosten bei 13 bis 14 Dollar. Damit sind sie einer der günstigsten Uranproduzenten überhaupt und das in der Größenordnung. Und die Bilanz ist gesund und sie sind auch fast schuldenfrei. Jetzt höre ich Sie natürlich schon wieder so in der Richtung, nach der Tipp hätte ja auch ein halbes Jahr früher kommen können. Aber ganz abgesehen davon mal, dass die Aktie ja immer noch interessant ist. Dieser Tipp, der kam auch von uns und zwar am 13. April in unserem Zukunftsmärkte-Report. Da haben wir die Aktie schon vorgestellt als unsere profitable Nummer 1 im Uransektor. Zusammen mit 3 weiteren Uranaktien auch, können Sie jederzeit nachlesen da im Archiv. Und ich kann nur noch mal sagen, die Zukunftsmärkte-Reports von uns, die sind gratis. Darum, wenn Sie es noch nicht gemacht haben, tragen Sie sich dafür ein. Das müssen Sie nur einmal machen auf www.zukunfts-märkte.de. Nutzen Sie das. Sie kriegen da regelmäßig von uns Analysen zu spannenden Börsen und zu spannenden Einzelaktien. Es kann sich also durchaus immer wieder mal lohnen und es kostet Sie aber absolut nichts. Ich kann es immer wieder nur anbieten. Und der Link, über den Sie sich eintragen können, der ist hier auch noch mal unter dem Beitrag.
Klar, es kommt immer darauf an, wie schätze ich den Uranpreis jetzt weiter ein. Und die meisten Uranaktien, die haben natürlich auf den Uranpreis einen höheren Hebel als Katz-Atompom. Dafür ist die Aktie aber, würde ich sagen, definitiv der Substanzwert im Sektor. Sie haben die niedrigen Produktionskosten, sie sind enorm wettbewerbsfähig, sie können Krisen auch durchstehen und sie sind eben auch dann noch profitabel, wenn es die anderen Produzenten nicht mehr sind. Und fast die Hälfte von allen Uranproduzenten macht ja auch immer noch keinen Gewinn. Und das KGV ist jetzt ungefähr bei 18, das ist damit jetzt natürlich kein Superschnäppchen mehr, ist aber im Sektorvergleich immer noch günstig und sie zahlen sogar auch eine Dividende, auch das ist selten in dem Sektor, die Rendite liegt ungefähr bei 3,3% jetzt. Aber wie geht es weiter im Uransektor? Uran hat zwei große Vorteile. Erstens ist es konjunkturunabhängig, Sie müssen sich also keine Sorgen machen um die Weltkonjunktur. Und zweitens, wenn die Nachfrage mal da ist, dann bleibt sie auch da. Atomkraftwerke sind ausgelegt für 40, 50 Jahre und die sind so teuer und auch die ganze Infrastruktur und so, da ist es völlig egal, ob sich jetzt der Uranpreis nochmal verdreifacht oder nicht. Das Uran wird von denen trotzdem gekauft und abgenommen. Das sind die Pluspunkte. Außerdem steigt die Nachfrage jetzt wieder. Und es wird ja auch schon länger darüber geredet, dass der Markt ja in ein paar Jahren in ein Defizit fallen könnte und dass das Angebot vielleicht sogar bis 2030 um 50% schrumpft. Aber es gibt auch andere Stimmen inzwischen, zum Beispiel die World Nuclear Association, die sagt eigentlich, ja, nö. Also eigentlich sind Angebot und Nachfrage momentan mehr oder weniger ausgeglichen, zumindest bis 2028. Und was schon auf diese steigenden Preise reagieren wird, wahrscheinlich, das ist das Angebot. Kazatomprom zum Beispiel, die halten ja auch noch immer noch Produktionskapazität zurück mit Rücksicht auf den Markt. Cameco haben wir auch noch gehört, die haben ja auch drei große Minen noch, die noch nicht in Produktion sind. Und sie wissen ja auch, dass es Dutzende Minenprojekte gibt, allein von den börsennotierten Unternehmen, die alle darauf warten, dass die Preise endlich wieder steigen. Und das tun sie aber auch gerade. Kurzfristig spielt es wahrscheinlich noch nicht so die große Rolle, darum glaube ich auch im Uransektor geht noch was, aber vergessen Sie nicht, der Markt ist schon kompliziert und er wird auch gerade gehypt. Und wenn ein Markt gehypt wird, dann hat es immer zwei Seiten. Und auf lange Sicht, da muss man eben auch bedenken, Uran ist nicht wirklich knapp, es gibt genug Uran auf der Welt, wenn die neuen Minen dann entsprechend mal erschlossen sind. Darum, wenn man jetzt noch nicht investiert ist, aber wenn man investiert sein will, da würde ich fast sagen, am besten kleinere Investments, gestaffelte Investments in gute Uranaktien und dann vielleicht aber auch erstmal ein bisschen abwarten. Vielleicht sind wir kurzfristig wirklich ein bisschen überhitzt schon und man kommt in ein paar Monaten dann doch auch noch mal billiger zum Zuge. Aber vielleicht gibt es ja auch am Ende nochmal die ganz, ganz große Umwälzung an dem Markt. Da wäre dann wieder mal Bill Gates dran schuld mit seiner Firma TerraPower. Die haben einen kleinen Atomreaktor entwickelt und von dem wollen sie jetzt Hunderte bauen in den nächsten Jahrzehnten. Da haben wir ihn also wieder, Bill Gates, den Erzschurken. Ist ja völlig logisch. Wenn man nach der Weltherrschaft greift, dann muss man sich einfach was einfallen lassen. Da reicht es dann auch nicht, wenn man einfach nur die WHO übernimmt. Irgendwann braucht man auch mal waffenfähiges Uran. Hat Franz Josef Strauß auch schon gewusst. Trotzdem ist Bayern immer noch keine Atommacht, leider. Und dafür will dann die CSU am Sonntag sogar noch meine Stimme haben. Aber egal, Scherz beiseite. Sie haben diese Woche zwei Sachen auf dem Zettel, nämlich erstens gehen Sie wählen und zweitens, wenn Sie es noch nicht gemacht haben, tragen Sie sich noch ein für unsere Zukunftsmärkte-Reports www.zukunfts-märkte.de. Beides ist in hohem Maße sinnvoll und die Zukunftsmärkte-Reports, die kosten Sie im Gegensatz zu unserer nächsten Regierung auch noch nicht mal Geld. In diesem Sinne, alles Gute Ihnen und wie immer, Dankeschön fürs Zuschauen.